Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Am 14. Februar ist bekanntlich Valentinstag. Verliebte, aber nicht nur, dürfen sich an diesem Tag Blumen schenken oder sonst ihre Zuneigung ganz ungeniert mit einem grossen oder kleineren Strauß bezeugen. Grüß dich. Ich hätte gerne... Tja, jetzt weiss ich auch nicht recht. Ja, da sind Sie bei mir gerade recht. Auf den Valentinstag haben wir uns nämlich gut vorbereitet und können Ihnen bestimmt... Das Richtige für jeden Geschmack und jedes Portemonnaie offerieren. Das hier ist unser Valentinstrauß. Die roten, gelben, orangen oder weißen Rosen mit Gypsophilia und Lederfarn sind lieblich ausgarniert und es gibt sie zum echten Freundschaftspreis. Wer ein bisschen mehr investieren will, kann das natürlich auch. Zum Beispiel mit einem handgebundenen Geschenkstrauß aus Rosen und Chrysanthemen in der Farbe Rot oder Orange und mit viel attraktivem Grün ausgarniert. Eine besondere Überraschung sind unsere Valentinsschalen mit blühender und grüner Bepflanzung und lieblichen Dekorationen. In grossen Läden gibt es übrigens auch grosse Schalen. Wie alle Blumen mit den Fleur Coop-Etiketten unterstehen auch die Valentinsträuße strengsten Qualitätsnormen. Die frisch geschnittenen Blumen müssen immer in gekühltem Wasser mit Schnittblumennahrung transportiert werden. Bis in die Verkaufsstelle darf die Fleur Coop-Kühlkette nie unterbrochen werden. Regelmäßige Qualitätskontrollen und Untersuchungen auf Rückstände durch unsere Fachleute gehören ebenfalls zu der Vorschrift von Fleur Coop. Dank diesen Massnahmen können wir bei Ihnen daheim die Haltbarkeit mindestens 6 Tage lang garantieren. Mindestens 6 Tage? Ja, es gibt ja Freundschaften, die weniger lang haben. Und nach dieser Erkenntnis machen wir am besten weiter mit dem Rezept von Armin Amrain. Denk etwas mit Blumen. Nein, aber etwas mit Gemüse und Pilz. Grüezi miteinander. Zutaten für die Füllung habe ich schon vorbereitet. Getrocknete Pilze eingeweicht und verschiedene Gemüse geröstet und geschnitten. Jetzt Knoblauch und Zwiebeln im Anken kurz andämpfen. Dann die Morchel, die Steinpilze und frische Champignon, Rüebli, Chinakohl, Belatti und Tomatenpüree und eine halbe Peperoncino dazugeben und alles so lange dämpfen, bis die meiste Flüssigkeit eingekocht ist. Mit Salz, Pfeffer, Paprika und italienischer Kräutermischung würzen, leicht abkühlen und geriebene Kreierzen darunter mischen. Weiter geht's jetzt mit dem Coop Superspiel und unvergesslichen Preisen. Das mal mit bekannten Marken wie Lussardi Cremino, WC Ente Deo Block, Santogen Brausetabletten, Elsef Shampoo und Tony Crack Joghurt. Wer das richtige Lösungswort herausgefunden und rechtzeitig eingeschickt hat, kann mit ein bisschen Glück eine Flussfahrt auf dem komfortablen Hotelschiff Rex Reni durch Holland und Belgien gewinnen. Die gemütliche Reise ins Land der Windmühlen und Blumenmeer für 2 Personen wird offeriert von Coop Extra Reisen. Man kann die Reise aber auch ganz normal buchen. Und denen, die wir jetzt lustig gemacht haben, schicken wir gerne den neuen Sommerkatalog von Coop Extra Reisen. Die eingeblendete Nummer ist bis heute Abend um 8:30 besetzt. Den Gewinner wünschen wir jetzt schon viel Vergnügen. Und damit zurück zum Rezept. Mit dem 2. Teil des Gemüsewecken. Die Ränder der ausgerollten Kuchenteig. Es gibt ihn im Moment übrigens günstiger. Mit Ei bepinseln. Mit dem Rest des Reibkäses bestreuen und mit der Füllung belegen. Zusammenklappen, mit der Gabel gut andrücken, mit Eigelb bestreichen und ein paar Mal einstechen. Im vorgeheizten Ofen werden ca. 40 Minuten backen und lauwarm mit einem Salat servieren. Und hier zur Erinnerung nochmal alle Zutaten, die wir gebraucht haben. Pilz, Knoblauch und Zwiebeln, Rüebli, Chinakohl, Belatti, Tomatenpüree und Peperoncini, Salz, Pfeffer, Paprika und italienische Kräuter, Kreierzer, Kuchenteig, Eier. Danke, Armin. Mit der GoProfit-Karte gibt es den Kuchenteig übrigens zum halben Preis. Ein Grund mehr, das Rezept einmal auszuprobieren. Erst vor ein paar Wochen haben wir den Übergang ins Jahr 2000 gefeiert. In China hingegen hat am letzten Samstag schon das Jahr 4698 oder das Jahr vom Drachen angefangen. Und dort in China ist es Getränk Tradition und ein Teil der Alltagskultur, der auch bei uns stark im Trend ist. Grüner Tee. Verschiedene Sorten grüner Tee, offen und in praktischen Portionenbeuteln, können Sie jetzt in unseren Läden degustieren und entdecken. Und das sind die Aktionen dieser Woche. Ausländische Tomaten am Stiel kosten 2,90 €. Und Maga Kompakt im Duopack kommen Sie für 17,90 € über. Zum Valentinstag vom nächsten Montag ein herzliches Dankeschön von Merci.
Mit der GoProfit-Karte gibt es Frigor-Garés 7 Franken günstiger. Sie wissen ja, GoProfit Plus vorzeigen, sofort profitieren. Mit diesen Hinweisen bin ich am Schluss für heute. Danke für Ihr Interesse und auf Wiedersehen am nächsten Mittwoch.